Heute genau vor 40 Jahren und genau an diesem Ort nach Terroristen Hans Martin Schleyer entführt, zur Geisel genommen, 42 Tage später brutal ermordet. Ermordet haben sie an diesem 5. September 1977 seinen Fahrer Hans Martin. Ermordet hat sie auch bei der Sicherheitsbeamten. Arnold Kleinschmidt, Roland Kühler, Helmut Brüggen. Die, die hier waren, um Leben zu schützen, haben ihr Leben verloren. Und was damals geschehen ist, ist nicht Geschichte, nicht für die Angehörigen der Opfer, nicht für uns. Deshalb wollte ich heute gemeinsam mit den Angehörigen der Opfer zu denken, weil auch 40 Jahre nach der Tat ideologische Verblendung, Zynismus und menschenverachtende Gewalt. Die Tat ist durch nichts zu rechtfertigen und es gibt offene Fragen, weil die Täter bis heute schweigen. Der RAF-Terrorismus hat damals den Staat an seine Grenzen gebracht, ins Wanken gebracht, aber er ist nicht gekippt. Der Staat hat sich von Terroristen nicht erpressen lassen. Und Kraft brauchen wir auch heute wieder im Angesicht von Terrorismus, Extremismus, den wir auch in Europa erleben. Und deshalb verbinden wir die Erinnerung, verbinden wir das Gedenken heute mit der Botschaft an all diejenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen. Wir wissen, warum wir diese Ordnung wollen, und wir wissen, warum wir sie verteidigen.